Ich grüße euch zurück hier bei Arcania Gothic 4. Wir machen direkt weiter und räumen den Strand weiter auf. Soweit ich weiß, müssten hier irgendwo noch ein paar Gegner rumliegen. Hier vielleicht irgendwo. Das kann es aber eigentlich nicht gewesen sein. Naja, okay. Gehen wir mal hoch, zurück. Wir haben hier die eine Truppe besiegt. Vielleicht war es das ja schon. Schwer vorstellbar, aber. Ja, probieren es mal. Oh, Entschuldigung. Hohes Elixier der Arkanmacht. Sehr schön. Oh, Leute, ich glaube, ich habe einen Frosch im Hals. Aber okay, wir gehen hoch zu der Stelle und werden mal da mit dem Magier sprechen. Hier oben. Harton. Ein Abenteurer. Genau, was wir brauchen. Was ist denn los? Die Toten sind aus dem Meer gekrochen. Auf diesem geheiligten Boden hier sind wir sicher, aber sie halten uns gefangen. Tote aus dem Meer? Das Unwetter wurde mit dunklen Kräften besudelt. Jetzt nährt es die Toten und kräftigt sie. Was für dunkle Kräfte? Ich vermute, die Quelle des Bösen liegt irgendwo zwischen den Schiffswracks verborgen. Ich kann sie spüren. Okay. Lass mich raten. Ihr braucht jemanden, der nach dem Rechten sieht. In der Tat, das tun wir. Ich schaue mich mal am Strand um. Das wäre ein Segen, Fremder. Wenn du etwas Verdächtiges findest, bring es zu uns. Vielleicht können wir es reinigen und den unheiligen Zauber brechen. Ja. Ein nasses Grab. Wenn es mal immer so einfach wäre. Aber okay, wir gehen wieder runter zurück zum Strand. Ich weiß auch schon, wo wir hingehen müssen, also. Das wird gar kein Problem. Sind jetzt neue Gegner gespawnt? Nein. Okay. So, wir müssen nämlich hier hinten hinlaufen. Bist du ein Gegner? Euer Ernst? Ziemlich unpassende Position, muss ich sagen. So, plündern wir die Leiche von dem und gehen weiter hier auf das Schiffswrack. Denn da haben wir Varald. Aber vorher gucken wir uns hier die Truhe an. Leinenbandagen, Rune der sieben Winde, zerkratzter goldener Kelch, Eisenbalg-Elixier, potenter Heiltrank, das Geheimnis des Erzes, der Streitkolben. Okay, dann geht's hier aber noch weiter. Ganz recht, Leute. Ein bisschen Jump-and-Run-mäßig. Und hier rüber. Hier war irgendwo ein Beli-Artefakt. Da rechts sehe ich eins, aber wie kommt man da denn hin? Okay. Alles klar. Okay. Reden wir mit dem guten. Was ist das? Ein Innos-Magier oder ein Belia-Magier? Ich weiß es nicht. Varald. Bist du es? Ich flehe dich an. Lass mich dir im Tode dienen. Im Tode dienen? Was für ein Innos Priester bist du? Du bist nicht er. Wie bist du an meinen Dienern vorbeigekommen? Hier ist doch was faul. Wer bist du? Du bist nicht Rohan. Und du bist nicht er. Ich bin dir keine Antwort schuldig. Du bist kein Innos-Priester. Was hältst du da umklammert? Zeig her. Nein, nein. Alles klar. Unheilvolle Belia-Statuette erhalten. So, also. Der hat das also hier alles angerichtet. Schriftstücke. Wir werden jetzt die Rune der sieben Winde ausrüsten. Ja. Die hält nämlich deutlich länger. Somit können wir jetzt noch schneller mehr Fläche hinter uns bringen. Oh, was haben wir hier? Ja, diese untoten Paladine, die sich was drauf einbilden.
Aua. Also wirklich, Magier sind echt die nervigsten Gegner in dem Spiel. Wobei, die sind ja nicht sonderlich stark, sondern die nerven einfach nur. Und ihr merkt schon, mit der Waffe sind wir wirklich nahezu unbesiegbar. Wenn wir nachher noch eine Rüstung haben, die uns wohl wirklich ordentlich viel die Leben hochpusht, momentan hält sich ja noch relativ in Grenzen, kombiniert mit unserem Hammer hier, der uns die Leben wieder gibt, da haben wir wirklich gar nichts mehr zu befürchten. Und genau diesen Punkt müssen wir eigentlich nur erreichen. Ja, dann ist das ganze Spiel eigentlich nur noch ein Witz. Aber okay, wir gehen wieder hier hoch, Richtung Magier. So. Harton. Du hast etwas gefunden. Ich kann es spüren. Ja, du kannst es auch anfassen. Im Wrack war ein sterbender Innos-Priester. Er hatte das hier bei sich. Hadanos, hilf! Kein Innos-Priester würde das hier jemals in die Hand nehmen. Dachte ich mir schon. Das ist eine Belia-Statuette, nicht wahr? Schnell! Lege sie auf den Altar. Wir müssen sie vernichten. Okay. Zufrieden? Gute Arbeit, Fremder. Jetzt dürften keine neuen Untoten mehr aus dem Meer steigen. Sobald du den Strand gesäubert hast, sind wir frei. Die Untoten? Die habe ich schon erledigt. Ihr könnt jetzt zum Strand. Hervorragend. Hier. Bitte, nimm das als Belohnung. Du hast uns ein grausiges Ende im Dschungel erspart. Kehrt ihr zurück nach Setarif? Ja, aber zuerst werde ich mir den falschen Innos-Priester ansehen. Ja, ja, mach du mal. Okay, ordentlich viele Erfahrungspunkte bekommen. Dann können wir jetzt auch den Strand verlassen. Sehr schön, haben wir es auch geschafft, mal wieder. Wir sind echt ein Held. Boah, das war ganz schön hoch. Aber okay, da vorne haben wir noch eine Leiche nicht geplündert. Das müsste der Feuermagier sein. Ja. So. Wir müssten hier oben ein paar Gegner haben. Genau. Razor. Kommt der? Ich brauche ein bisschen Lebensenergie. Ich glaube, der hier ist verbuggt. Der bewegt sich nicht mehr. Ah, jetzt wieder. Teilen wir uns an den Gegnern, also ich finde es wirklich genial. Jetzt zum Beispiel. Er schenkt uns quasi unsere ganzen Lebensenergie, weshalb wir keine Bandage benutzen müssen. Es ist einfach Wahnsinn, die Waffe. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es irgendeine bessere Waffe im Spiel gibt. Natürlich, nachher hat die nicht mehr so viel Damage, ist ja klar, aber dieser Heileffekt bleibt einfach. Also, ja, ich finde die Waffe schon verdammt anständig. Da haben wir jetzt einen ziemlich durchgeknallten Charakter. Was das soll, weiß ich auch nicht genau. Sieht wieder aus wie Rauter. Bronn. Hallo, Bronn. Ted, du lebst. Du lebst. Ted, ich bin... tot. Die Bestie hatte ich gefressen. Meine Schuld. Es ist meine Schuld. Mein Messer. In deinem Bein. Messer? Komm jetzt nicht auf dumme Gedanken. Du willst dich rächen, nicht wahr? Deshalb bist du aus Belias Reich zurückgekehrt. Verstehst du nicht? Ich hatte keine Wahl. Du oder ich. Du oder ich. Du oder ich. Ja, ich weiß es. Du. Alter. Komm mal klar, Bronn, ey. Ich wollte dir gar nichts tun, du Behinderter. Meine Herren. Naja, ob es jetzt halt lachen soll, ob das jetzt belustigend sein soll, was da gerade ablief. Ich weiß nicht, warum die Entwickler das eingebaut haben. Aber naja, man kann ja nicht alles wissen. Hier wieder zwei Razoren. Die uns schön wieder unsere Lebensenergie füllen. So. Ja, ja, bald haben wir wieder einen Stufenaufstieg. Hier haben wir übrigens ein vergessenes Grab gehabt. 15 von 30. Mhm. Interessant, interessant.
Und wieder ein Razor. Stirb einfach. So, klopp, 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 klopp. Wir kloppen einfach wie verrückt auf den einen. Alles gar kein Problem für uns. So. Hier rechts müssten wir eigentlich ein Ork-Lager haben, genau. Fahnenflüchtiger Ork-Söldner. Aha. Also quasi die Schande der orkischen Armee. Naja, sei mal dahingestellt. Alles klar. Die waren mal. So, jetzt meine ich, hätten wir hier irgendwo eine Truhe. Ich muss jetzt kurz überlegen, denn hier können wir jetzt wirklich extrem viel abstauben bei diesen Ork-Lagern. Hier haben wir die Truhe. Genau. Torus Rache. Das ist die Waffe, die ich meinte. Wir plündern hier erstmal die ganzen Orks. So. Und schauen uns das Schild mal an, weil das ist wirklich verdammt gut. Ist zwar Torus Wache, ich bin kontra Torus, das wisst ihr ja aus Gothic 3 Götterdämmerung. Trotz alledem, guckt euch die Werte an, das ist Hammer. 85, 75, ja. Und ordentlich Mana-Regeneration. Und dazu kommt, das Schild hat einen coolen Brandeffekt. Also, das nehme ich gerne. So, wenn wir jetzt noch irgendwo Gegner sehen, werde ich sie töten. Ansonsten lassen wir das. Ich habe keine Lust, hier jetzt groß nach Gegnern zu suchen. Wie gesagt, vom Level her, denke ich mal, sind wir sowieso gut dabei. Das haben wir nicht mehr nötig. Zum Beispiel hier so ein Ork-Lager, das mache ich gerne. Ist ja auch gar kein Problem. Na, kommt her. Alles klar. So. Hatten wir hier auch eine Truhe? Ich meine schon. Stumpfes Messer, Crushed Suckers. Truhe, Truhe, Truhe. Hier oben ist sie. Ah. Ah. Komm schon. Ach man. Okay. So, meine Güte, ey. Dieses Kinderspiel. Setarifische Lederrüstung. Ah, da haben wir schon mal die erste dieser setarifischen Rüstungen. Die werden wir alle hier in der Umgebung finden. Ihr seht, hier sind wir jetzt mittlerweile schon. Ja, die Rüstung, die ziehen wir auch mal an, die Rüstung. Ich meine, die wäre auch besser als unsere. Wie viel Rüstungswert hat unsere? Ah, 120. Nee, dann lassen wir sie doch aus. Wir werden nämlich den zetarifischen Stahlpanzer anziehen. Die Rüstung werden wir auch noch finden. Boah, Leute, was ist denn hier mit meinem Popschutz los? Total viele Krümel drauf, ey. Habe ich mal wieder nicht aufgepasst beim Zwiebackessen oder was weiß ich. So. Hey, Kollege, was machst du denn hier? Alleine in der Wildnis. Lutt. Oh, Gesundheit. Hey, was ist los? Ah, die Bestie, die Bestie! Alter. Alle ein bisschen durch hier, auf Agan und erst recht hier im Dschungel. Naja, die Bestie ist wahrscheinlich da hinten, der Schattenläufer. Den wir auch mal hier in seinen Schatten zurückschicken werden. Naja, ahntet wieder ein Dauerklicken aus, wie man sehen kann.
Wie gesagt, wir werden jetzt nicht mehr alle Gegner töten. Ich denke mal, das haben wir echt nicht mehr nötig. Würde nur unnötig Zeit fressen. Wir laufen stattdessen weiter Richtung Zetarif. Wird mich langsam Zeit, dass wir die Stadt mal erreichen. Zack, 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 zack. Aua. Ich glaube, es hackt bei euch. So ein gewisses kleines bisschen schon, glaube ich. Aua. Okay, die meint es wirklich ernst. Die meint es wirklich verdammt ernst. So. Okay, haben die hinten irgendwas bewacht? Wohl kaum. Nö. Ja, okay. Dann können wir jetzt weitergehen und müssten eigentlich auch direkt vor Zetarif auskommen. Also, die Stadt müsste man jetzt eigentlich sehen. Ja, da vorne ist Zetarif schon. Alles klar. Okay, Leute, dann schaffen wir... Moment. Okay, das Geräusch kommt aus dem Spiel. Ich dachte gerade schon. So, da vorne haben wir die Stadt Zetarif, wie ihr sehen könnt. Da geht der Weg weiter für uns gleich. Erstmal wollen wir zur Stadt Zetarif selber gehen. Bei Adanos goldenen Eiern. Hast du etwa den Dschungel durchquert? Stell's dir vor. Ja, war kein Problem. Die Stadt dort hinten ist Zetarif? Richtig. Die Perle von Argan. Naja, war sie mal. Jetzt haben Lee und die Myrtaner sie zu einem rauchenden Trümmerfeld gemacht. Was treibst du hier? König Esorn hat uns aus der Stadt rausgeschmissen. Und die Ärsche da im Turm haben das Tor hinter uns dicht gemacht. Warum das denn? Der König wollte keine nutzlosen Esser in der Stadt. Wir sollten im Kloster Obdach suchen. Aber im Dschungel wimmelt es nur so von wilden Bestien. Wir hatten sogar mal einen Troll im Lager. Aber der ist zum Glück abgehauen, als es im Westen angefangen hat zu leuchten. Ich glaube, der treibt sich jetzt dort rum. Naja, den töten wir gleich. Bist du ein Händler? Naja, ein paar Sachen habe ich dabei, die ich dir verkaufen könnte. Was leuchtet da im Westen? Wenn ich das bloß wüsste. Es kann aber nichts Gutes bedeuten. Irgendein Wahnsinniger wollte sich das ansehen. Er ist nicht zurückgekehrt. Wahrscheinlich hat ihn der Troll erwischt. Oder was Schlimmeres. Dieser Wahnsinnige. Hatte er eine Augenklappe? Das hatte er, Fremder. Was ist los? Schuldet er dir Gold? Nein, eine ganze Menge mehr. Okay, wir haben also die Spur wieder aufgenommen. Ja, in die Stadt Zetarif werden wir nicht reinkommen. So viel verspreche ich euch. Zetarif wird erst im Add-on Fall of Zetarif von uns begehbar sein. Ja, Zetarif, wir können ja mal hingehen. Dann werdet ihr selber sehen, was ich meine. Das ist einer der sinnlosesten Dialoge im Spiel. Aber okay. Lässt du mich nach Zetarif durch? Ich hasse die Paladine und ich kann kämpfen. Der Zutritt für Fremde und Fußvolk ist laut Vorschrift verboten, Herr. Verstehst du nicht? Ich will helfen. Lass mich durch. Das geht nicht, Herr. Zutritt nicht gestattet. Leck mich. Körperkontakt ist laut Vorschrift strengstens verboten, Herr. Ohne Worte, oder? Naja, wir kommen jetzt nicht in die Stadt rein. Hier in dem Lager können wir jetzt ein bisschen handeln und sowas. Das interessiert uns aber auch nicht. Das Einzige, was uns allerdings interessiert, ist da hinten der zetarifische Wachturm. Da gehen wir auch mal hin. Denn soweit ich weiß, ist da oben was versteckt. Hier haben wir mal einen Blick auf Zetarif. Dann könnt ihr sehen, was uns im Addon erwartet. Diese Stadt werden wir im Addon durchgehend erkunden. Also hier ist sie nicht richtig modelliert worden. Ich denke mal, die hatten keine Zeit mehr zu entwickeln oder sowas. Ja, und das gibt's dann halt im Addon Fall of Zetarif, das ich hier vor mir auch im Regal stehen habe. Wie gesagt, wir ziehen jetzt wohl oder übel die ganze Gothic-Reihe durch. Dazu gehört auch Fall of Zetarif, aber das folgt ja erst nach Risen. Das habe ich ja bereits angekündigt. Da hinten ist das Kloster, da ganz hinten. Also auch schon ordentlich weit weg. Jetzt sind wir schon auf der anderen Seite vom Berg. Guckt euch an, ich will es euch kurz zeigen. Wir sind jetzt quasi gegenüber vom Silbersee.
einmal komplett um den Berg rumgekraxelt. Guckt's euch an. Also, heftig, 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 was wir hier schon einen Weg zurückgelegt haben. Aber okay, wie gesagt, wir werden uns jetzt direkt aufmachen. Den Troll werden wir auch töten, von dem ich gesprochen hatte. Aber das werdet ihr gleich mit eigenen Augen sehen. Hier waren, meine ich, irgendwo ein paar Gegner. Genau da vorne. Razor. Oder Razoren. Ich finde, wie gesagt, ich finde Razoren schöner als Razor, die Bezeichnung. Krass, wurden wir gerade von der Leiche nochmal angegriffen. Hat auf mich so gewirkt. Interessant, interessant, sowas. Ist da ein Schattenläufer? Ja, tatsächlich. Oh mein Gott. Stirb, Schattenläufer. Ich dachte gerade schon, ey. Ich habe den nur so kurz huschen gesehen. Naja, Schattenläufer wird es in Risen leider nicht geben. Dafür viele andere Gegner, die uns bekannt vorkommen werden. Aber das sehen wir dann zur gegebenen Zeit im Let's Play. Da freue ich mich, wie schon oft gesagt, extrem drauf. Auf Risen. Rose, Risen oder wie ist die Form? Ich habe keine Ahnung. So, ich super Englischschüler. Wo ging der Weg jetzt links ab? Hier, oder? Jo. Vorsicht, Troll, oder was steht hier nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Genau, Vorsicht, Troll. Da vorne steht der Troll auch. Ja. Der gute Troll. Wir machen mal Dauerklicken. Vielleicht funktioniert's ja. Ich meine, das könnte man bei dem aber nicht durchgehend machen, genau. Der kann nicht währenddessen seine Superattacke aufladen. Dann blockt der hier auch mal schön. Ach komm, ich bin weggerollt. Was willst du denn? Ah. Nee, das ist ein Schattenläufer. Ey, Junge, Junge, Junge. Übertreibt's nicht. Inventar. Essbares. Übertreibt's nicht, Leute. Übertreibt's nicht. Ich bin gerne zum Spielen da. Da habe ich auch nichts gegen, aber bitte nicht übertreiben. Okay, jetzt ist der Troll weggegangen. Oh, oh. Aua. Jetzt können wir uns nur um den Schattenläufer kümmern. Ja, Schattenläufer und Troll ist dann doch zu viel, muss ich sagen. Wenn die zu zweit auf uns eindrechen. Aber einzeln haben die dann auch mal wieder gar keine Chance. Was man hier auch gut sehen kann. So. Wir hatten hier gerade irgendwelche Gegner. Ich habe die genau gesehen. Die würde ich gerne Knochen... Was? Knochendassel? Was ist das denn für Namen, bitte? Sehen wieder genau aus wie Blutfliegen. Ihr seht das schon wieder. Einfach neuen Namen verpasst. Andere Schadenswerte. Und schon ist es ein neuer Gegnertyp. Die haben sich hier auch sehr einfach gemacht, die Entwickler. So. Wie gesagt, dann nerven die uns gleich nicht, wenn wir gegen den Troll kämpfen wollen. Genießt den Kampf, Leute. Das ist einer der wenigen wirklich abwechslungsreichen Kämpfe hier mit dem Troll. Geht doch, endlich wieder in diesem Durchklicken-Modus. Okay, die halben Leben fehlen ihm schon mal. Wie gesagt, nur der kann sich halt aus diesem Modus...